Ildiko von Kürti hat sich ein Jahr lang gequält. Ein Leben ohne Zucker, ohne Alkohol, aber dafür mit Personal Trainer, Extensions und Botox. Ihren Weg zur schönen, dünnen, perfekten Frau beschreibt die Bestseller-Autorin in ihrem neuen Buch. Doch warum das Ganze? Es stellt sich ja bei den meisten mir bekannten Frauen, jedenfalls in meinem Alter, so zwischen 40 und 50, so eine ganz mulmige Unzufriedenheit mit dieser ständigen Zufriedenheit ein. Es gäbe viel Grund, sich zurückzulehnen. Das tun die aber nicht, sondern sie denken, so, war es das jetzt oder kommt noch was? 25 Erfahrungen, teils schmerzhaft, teils kostspielig, halfen ihr, sich selbst zu optimieren. Mit ungeschönten Selfies, Grafiken und Fotos hielt sie den Prozess fest. Ich habe mit Meditation angefangen, sehe jetzt morgens immer so aus, eine halbe Stunde lang sitzen wir beide und meditieren, was mir sehr gut tut. Ich war im Wildniskurs, ich habe ein Persönlichkeitsseminar besucht, wo man wütend eine Tür anbellen musste, was mir zugegebenerweise sehr gut gelungen ist. Ich wurde blond und schön und dünn und ich hatte keine Falten mehr. Ich habe Ordnung geschafft in meinem Leben, auf meinem Schreibtisch, in meinem Kleiderschrank. Blonde Haare hat die zweifache Mutter mittlerweile keine mehr. Aus gutem Grund. Meine Erfahrung war, ich habe den falschen Leuten gefallen. Ich stieg ein in ein Flugzeug, hatte gerade die Haare frisch geföhnt und der Pilot winkte mir zu. Mir hatte im ganzen Leben noch kein Mann zugewunken. Und dann war ich auf einem Fest, wahnsinnig zurechtgemacht, meine glatte Stirn, nichts rührte sich, ich sah unheimlich jung und unheimlich leblos aus. Und ein wirklich ganz toller Mann, den ich beeindrucken wollte, sagte, du hast eine Stirn, hinter der man nichts vermutet. Wie wichtig also ist die Verpackung, um glücklich zu sein? Ich war sehr überrascht, dass es gar nicht so schön ist, schön zu sein und habe mich gar nicht wohlgefühlt mit diesen biologischen Schönheitssignalen, die ich ständig aussendete und mit denen ich überhaupt nicht umgehen konnte. Also es tut ganz gut, wenn man so aussieht, wie man ist, wenn es da so eine gewisse Deckungsgleichheit gibt. Ildiko von Kürtis größte Erkenntnis nach einem Jahr Quälerei. Was mich wirklich befreit hat, ist Ordnung. Also innere und äußere Ordnung schaffen. Das habe ich unterschätzt, wie viel strukturierter und leichter es einem das Leben macht, wenn man erstmal den Kleiderschrank ausmistet und zwar zwei Drittel. Sich von zwei Dritteln der Klamotten verabschiedet. Das würde ich grundsätzlich fast jedem empfehlen. Dasselbe gilt für einen Schreibtisch. Und dann hat man im Leben schon viel gewonnen, lustigerweise, weil sich das so nach innen fortpflanzt. Neuland wird Ildiko von Kürti auch weiterhin betreten, sagt sie. Dabei ist sie aber lieber sie selbst. Lesen Sie das komplette Interview im Neuen Stern. Jetzt im Handel.